Der 15. März 2032. Morgen, wach auf. Du verschwendest kostbare Zeit. Ich habe den Helikopter geschickt, um dich abzuholen. Es geht nur um ein paar Tests. Vergiss deinen Anzug nicht. Bis später. Oh, eins noch. Es ist toll, dass du jetzt mit an Bord bist. Wir werden große Dinge bewegen morgen, wie in alten Zeiten. Thank you.
Hallo Morgan, hat mich sehr gefreut zu hören, dass Sie bald an Bord kommen werden. Ihr erster offizieller Arbeitstag ist Montag, der 15. März, aber vorher haben wir eine Reihe von Trainingseinheiten für Sie, alle die neuen Angestellten durchlaufen müssen. Nur ein paar Dinge, dass Sie auf das Leben im Orbit vorbereitet werden. Sie haben eine spannende Zeit vor sich. Guten Flug und bis bald. Thomas Tucker. Hallo. Ich habe dir ein Paket darum zugeschickt, was du für den ersten Tag brauchst. Uniform, Transcribe und ein Neuromod. Installieren Neuromod bitte gleich. Wir wollen am Morgen ein paar Tests laufen lassen. Wir verfolgen einfach die Anleitung. Ich melde mich später. Bis dann, Alex. Right? Hey, ich habe gerade mit Mama und Papa telefoniert. Sie können nicht zum Start des Shuttles kommen. Sie sind in New York. Firmenzeug. Aber sie senden beste Grüße. Ich glaube, Mama ist ein bisschen verstört, weil ihre beiden Kinder zur selben Zeit außerhalb ihres Orbits sein werden. Sie meinte, du solltest dich benehmen oder auf deinen großen Bruder hören. Okay, eigentlich hat sie es genau andersrum gesagt. Ich soll mich benehmen. Und auf dich hören. Also, so viel zu Mama. Naja, alle sind begeistert von deinen Plänen für da oben. Also mach dich bereit, ich rufe dich wahrscheinlich morgens an. Um sicher zu gehen, dass du auch wach bist. Bis bald, morgen. Alex. Guten Morgen, Mr. Yu. Auf dem Dach wartet ein Helikopter. Der ist bestimmt für Sie. Hm.